Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich schließe die Tür. Meine Damen und Herren, ein allerherzliches Willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Stark zu dem Sie Channel. Eigentlich ist heute SGH-Kan angesagt, aber durch eine mysteriöse Reise, von der ich euch noch nicht erzählen darf, bin ich heute allein hier als Ersatz quasi, weil ich bei der Aufnahme nicht dabei sein konnte. Ne? So, eine Sache habe ich noch vorbereitet. Wenn man hier genau hinguckt, sieht man eine sehr ungerechte Statistik. Dass viele Zuschauer keine Abonnenten sind. Also, das finde ich geht so nicht. Abonnieren ist kostenlos und sollte jeder tun. Naja, in dem Sinne. Meine Damen und Herren, was ich heute vorhab, hat ein wenig Historie. Neulich habe ich on-stream versucht, Minecraft Speedruns zu machen in Hardcore. Ich habe das tatsächlich schon 2021 mal versucht, aber jetzt haben wir es nochmal ein bisschen mehr angegangen. Es war ein Stream von irgendwie 6 Stunden und wir haben es nicht einmal hinbekommen. Heute möchte ich das gerne noch einmal mit euch zusammentun. Wir haben gerade Betriebsferien, deshalb sitze ich hier in meinem Home-Setup. Was ich also machen werde, wir starten heute und wie man hier sieht, habe ich 18 Versuche bisher gebraucht, das Ganze zu schaffen. Geschafft habe ich es nicht einmal, wir sind einmal ziemlich weit gekommen, aber ja, ne? Das heutige Video soll einfach nur davon handeln, dass ich heute mal richtig ernsthaft versuche, das Ganze in einer mir möglichen Zeit irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Der einzige Twist dabei ist, sobald ich verrecken sollte, endet das Video direkt. Das heißt, ja, spoilert euch nicht, guckt nicht die Länge des Videos an, wir werden es versuchen. Grundlegend, es bleibt sehr spannend. Wir haben das Ganze bisher immer in Hardcore gemacht und ich würde es auch einfach in Hardcore weiterbehalten. Es ist Versuch 19. Video nenne ich es einfach mal, damit wir es in Zukunft noch machen können. Und Random Seed Generator mache ich immer so, dass ich verschiedenste Wörter eingebe. Zum Beispiel Glas, Handy, hier, Handy, Schokolade, Glas, nochmal. So. Und das ist jetzt ein Seed, der auf jeden Fall irgendwas bewirken wird. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also, wir haben Hardcore Versuch 19. Ich bin sehr gespannt. Grundlegend, mein Plan ist es eigentlich jedes Mal, zumindest eine Grundausstattung an Eisen zu kriegen, ein Dorf zu finden und so einen Lava-Pit, damit wir uns ein Dings bauen können. Ja? Und den Timer, den ihr ganz oben links in der Ecke hier da so seht, den starte ich erst, sobald ich ins Spiel gedroppt bin. Wir drücken einfach mal auf Create a World. Es kann sein, dass jetzt 1, 2 Lags kommen. Okay. Auf den ersten Blick machbar. Wir sind am Rand eines Dschungels? Aber auch irgendwie nicht. Ich glaube, wir sollten es auf jeden Fall versuchen. Ich kann jetzt noch nicht so viel erkennen, aber ich würde einfach mal in diese Richtung rennen. Denke ich. Glaube ich. Oder? Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Let's try it. Okay. Okay, Friends, let's try it. Das wird gut, das wird gut. Okay, ich starte den Timer. So, wir sind drin. Okay, ich sehe noch nicht viel. Alter, hier ist ja überall Dschungel. Sehe ich irgendwas? Nee. Oh, warte mal, hier vorne. Könnte eine Höhle sein. Oh, ich sehe da unten direkt Eisen. Das ist sehr, sehr gut. Okay, wir holen uns erstmal ein bisschen Holz. Wir holen uns erstmal ein bisschen Holz, machen uns so eine Grundausstattung. Versuchen das ein bisschen aus irgendwie die ganzen Sachen, die wir kennen, aus Stein zu machen. Und ballern dann richtig hart Eisen. Damit wir erstmal Eisenrüstungen, Eimer kriegen, Feuerzeug brauchen wir fürs Portal. Und dann versuchen wir jetzt gleich erstmal irgendwie ein Dorf zu finden. Ich glaube, das ist das Grundlegende, was wir machen sollten. Hier 6, 7... Okay, ich glaube, das reicht erstmal an Holz. Okay, zack. Ihr müsst verstehen, Leute, ich bin kein Profi. Ich mache das Ganze, weil es mir Spaß macht, ne? Und ich glaube, so insane beschissen bin ich gar nicht, aber halt auch nicht gut. Ich hole mir jetzt hier erstmal ein bisschen Eisen. Da liegt auch ein bisschen Kohle. Machen wir jetzt erstmal grundlegend den Stuff hier aus Stein. Wie jetzt zum Beispiel ein Eisenschwert. Habe ich da unten gerade schon was gehört? Ich bin mir nicht sicher. Okay, hier unten sind fucking
Skelette. Scheiße. Okay, wir ignorieren das da unten. Da sind jetzt erstmal Skelette. Das Ding ist, das hier ist jetzt auch für ein Video. Damals, als ich es on Stream gemacht habe, habe ich es nicht so drauf ankommen lassen. Da bin ich einfach runter und habe einfach gemacht. Hier würde ich es jetzt einfach mal nicht tun. Einfach um das Video zu bewahren. Weil wir wollen ja jetzt nicht direkt sterben. Wenn wir sterben, dann in voller Action. Ohne... Aber da unten ist halt Eisen, ne? Das ist halt schon wertvoll. Die Frage ist halt, komm mal, wir versuchen es mal. Okay, wir haben 2 Eisen, das reicht. Wir nehmen hier oben noch die Kohle mit. Besser haben als brauchen. Okay, der kommt hoch. Ich hab die Axt am Start. Hab ihn. Okay, ich baller mir hier die Kohle schnell weg. Dann kann ich mir wenigstens noch was zu essen machen. Ich hoffe, man sieht's. Ich hoffe, ihr seht ein bisschen mehr als ich. Okay, wir gehen hoch. Zack, 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 zack. Easy. Okay, in welche Richtung gehen wir? Was ist das? Könnte das ein Lava-Dings sein? Weil wir brauchen ja so ein Lava-Pit. Was ist das da hinten? Sind das Kürbisse? Okay, wir gehen auf jeden Fall in die Richtung da hinten. Was wir auch auf jeden Fall brauchen, ist Essen. Und am besten so wenig Schaden wie möglich. Es wäre bitter, wenn wir jetzt richtig viel Schaden kriegen. Kakao kann man ja nicht essen, oder? Oh, das Ding ist, so viele Fragen, die ich jetzt habe, hat mir halt neulich der Twitch-Chat beantwortet. Und jetzt bin ich hier so völlig lost, Alter. Aber wir kriegen es hin. Wir machen uns jetzt einfach keine Sorgen. Wir gehen jetzt hier einfach rein. Okay. Hier vorne sieht es mir so aus. Ist das hinten ein Dorf? Da hinten ist ein Dorf. Ich kacke. Das ist sehr, sehr gut. Okay, wenn es geht, können wir uns hier noch ein paar Fische mitnehmen. Fische können wir braten. Und dann haben wir auf jeden Fall ein bisschen Food. Fuck. Fuck. Ich bin so scheiße, Alter. Ich treffe einfach gar nichts. Komm her hier. Okay. Wir haben ein bisschen Fisch. Okay, hier ist noch ein bisschen mehr. Ich bin wirklich froh, dass es hier in dem Spiel nicht sowas gibt wie irgendwie... irgendwelche, weiß ich nicht, Haie oder so, die einen fressen. Zumindest noch nicht. Okay. Wir gehen Richtung Dorf. Das Dorf ist richtig key, weil im Dorf haben wir Betten. Da können wir schlafen, wenn wir es brauchen. Im Dorf haben wir auch, wenn es drauf ankommt, ein bisschen, okay, zack. Wenn es drauf ankommt, haben wir im Dorf ein bisschen Nahrung. Habe ich das schon gesagt? Ich weiß nicht. Ich bin gerade wieder ein bisschen auf Zack. Okay, wir holen uns hier so ein bisschen Essen ab. Nee, jetzt komm mal her hier. Blöde Kuh, im wahrsten Sinne. Okay, Dorf, Poggers. Das ist sehr gut. Okay, ich töte die Schweine mal am besten mit der Axt. Das macht, glaube ich, mehr Damage. Aber sowas wie ein Schmied sehe ich jetzt nicht von hier außen. Ich hole mir nur schnell ein bisschen, wobei Food brauche ich, glaube ich, nicht, wenn da drüben so richtig viel steht, ne? Wir holen uns die Schweine. Schafe. Okay. Okay, ich glaube, wir haben somit so ein bisschen Essen, was wir machen könnten, rein theoretisch. Vielleicht finden wir hier auch noch irgendwas richtig Gutes. Okay, wir bauen die Betten ab. Betten nehmen wir mit. Die Betten brauchen wir, um später den Enderdrachen zu killen. Ich hoffe, das klappt. Moin, was hast du für mich? Redstone. Was soll ich mit Redstone, du Arsch? Okay. Noch ein Bett. Das ist sehr gut. Oh, ein kleiner Babydorfbewohner. Okay. Ich sehe leider... Geil, hier ist auf jeden Fall ein bisschen Essen. Das nehmen wir alles mit. Äpfel könnten wir mit Gold überziehen. Potatoes brauche ich jetzt, glaube ich, nicht. Den killen wir gleich. Den großen, hier, Inje. Den müssen wir auf jeden Fall killen. Der bringt uns bis zu 4 Eisen. Was wir auf jeden Fall brauchen, weil seit den neuen Patches ist Eisen auf jeden Fall sehr, sehr selten geworden. Ich habe mich übel umgeguckt, als ich hier, als ich neulich die Speedruns gemacht habe und plötzlich, Alter, wie viele Betten hier sind. Das ist mega gut.
Wir brauchen einfach keine Betten mehr. Okay. Wir essen die Brote. Sind wieder Full HP. Das ist sehr gut. Hier sind Melonen. Aber ich sehe noch keine... Scheiße, das ist richtig bad. Ich sehe hier kein Heu, was wir verarbeiten können. Kompass. Papier. Ich nehme den Kompass mal mit. Er gibt uns eine Karte. Das bringt uns einen Scheiß. Okay. Das hier bringt uns leider auch einen Scheiß. Gut, dann würde ich tatsächlich... ihn mal ganz kurz töten. So, wir müssen uns nur... Ich baue mich mal einen mehr nach oben. Einfach aus Sicherheit. Wie ich gesagt habe, er bringt uns mindestens 4 Eisen, was sehr, sehr wichtig ist. Dann haben wir alleine schon 6 Eisen. Um richtig schön Progress zu machen. Aber ich weiß gar nicht, ob er 4 trifft. Ich glaube, ich hatte bisher immer Glück. 5! 5 fucking Eisen. Okay, hier unten ist auf jeden Fall auch mega Party. Holy shit. Da unten ist ein Lavasee. Den brauchen wir. Okay, wir haben da unten einen Lavasee. Wir haben noch nicht genug Essen. Es ist ein bisschen wacky. Ich klau mir mal den ganzen Stein, der hier ist. Weil wir brauchen, soweit ich das jetzt noch verstanden habe, brauchen wir Öfen. Eigentlich brauchen wir auch noch so... Ach Mist, Alter. Dass hier kein Heu liegt, ist richtig beschissen, weil... Hä? Wie ist denn das jetzt passiert? Weil wir haben einfach kein Essen. Wir müssen jetzt noch richtig viel Essen machen. Wir sind halt später richtig, richtig lange im Nether. Und so wie ich das verstanden habe, werden wir nicht nochmal die Möglichkeit haben, dort irgendwo Essen zu finden. Oder gar da rauszukommen. Oh, und ich muss doch gleich überlegen... Das ist richtig kacke. Ich muss doch gleich überlegen, wie wir das Tor wiederfinden. Sonst hat der Twitch-Chat immer meine Koordinaten gescreenshottet und sie mir dann in den Chat geschrieben. Okay, wir versuchen es mal mit den Melonen auch noch. Melonen bringen uns mindestens noch ein bisschen was. Besser haben als brauchen. Hauptsache essen. Noch mehr Schweine. Okay, wir müssen auf jeden Fall gleich braten. Also ich bin mir auch sicher, es gibt eine andere Alternative. Und ich denke auch, dass viele da draußen vielleicht... Ihr könnt ja mal Tipps in die Kommentare schreiben, wie man besser speedrunnt. Das Ding ist, ich kann es nicht besser. Also ich versuch's, ne? Ich versuch's ja irgendwie gut zu machen. Aber ich denke, es gibt bessere Alternativen als das, was ich gerade tue. Muss ich ehrlich gestehen. So, es wird jetzt Nacht. Ich würde vorschlagen, wir legen uns einmal schlafen. Bevor wir jetzt... Ich könnte das Pferd noch einmal töten. Bringt das Pferd... Wissen. Ich weiß jetzt gar nicht. Hier ist auf jeden Fall eine Katze, dahin sind noch Schweine. Digga, nicht ein Stück Heu. Nicht ein Stück Heu. Das ist gigabitter. Okay, wir schlafen erstmal eine Runde. Also wenn mich jetzt nicht alles täuscht, müssen wir jetzt irgendwie nach da unten. Bitte geh weg, du kleines Kackkind. Nee, lass mich. Okay, wir machen es so. Ich gehe jetzt gleich nach da unten. Ich lasse aber hier oben mal... Bitte haltet... Bitte. Haltet die Fresse. Ich lasse jetzt hier oben aber mal ganz kurz das ganze Essen durchbraten. Bitte geht. Bitte lasst mich. Okay. Haben wir das Schwert noch? Ja. Okay, was ich machen könnte, bevor wir jetzt hier allerheftigst chillen. Ich könnte einmal ganz kurz ein Schild machen, weil ein Schild ist, glaube ich, ein Lifesaver in vielen Situationen. Vor allem ab jetzt, wo ich halt noch keine Rüstung habe. Das war, glaube ich, erstmal sehr, sehr worth. Wir haben noch Eisen für einen Eimer, der sehr, sehr wichtig wird. Wir müssen auf jeden Fall da hinten rum. Ich gehe jetzt einmal hier um die komplette Höhle. Alter, was ist das für eine Riesenhöhle? What the fuck? Das habe ich ja noch nie so gesehen. Holy shit. Wir müssen irgendwie hier runter. Okay, da unten ist der Eimer, der Dings. Hier unten wäre Wasser, wo ich runter kann. Aber wir müssen ja auch wieder irgendwie nach oben, um mein Essen zu holen. Ich glaube, wir machen es so. Wir machen jetzt Safety first. Ich töte mal kurz die noch. Wir machen mal Safety first. Und ich suche mir hier einen Weg nach unten.
Da unten ist auf jeden Fall ein Creeper, ein Zombie. Oh, das ist ein mega schwieriges Gebiet da unten. Das ist ein mega schwieriges Gebiet, weil wir im Prinzip von allen Seiten sterben können. Aber das ist gerade der einzige Anhaltspunkt. Und bevor ich jetzt ewig suche auf eine sichere Lavaquelle, muss ich jetzt nach unten. Es geht nicht anders. Scheiße. Aber wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Okay, wir bauen uns den sicheren... Okay, ich muss noch ein Stück. Okay. Das Ding ist, wir haben hier ein paar Ingredients, wie Eisen haben wir ja auf dem Boden liegen, was ja super gut ist. Somit können wir halt komplett easy hier irgendwie unsere Sachen holen. Das heißt komplett easy, nicht zeitintensiv. Suchen müssen wir. Sondern wir kommen hier einfach nach unten. Okay. Ja, das ist jetzt blöd, ne? Hier sehe ich halt gar nichts. Aber hier ist auch noch Eisen. Das ist insane. Okay, wir graben uns so im Dreieck nach unten. Im Dreieck, im Quadrat. Hauptsache, wir kommen schnell wieder nach oben. Das ist halt wirklich das, worauf wir am meisten achten müssen. Okay, ich baue mich einmal. Fuck, ich hab nichts mehr. Nice. Okay, wir sind unten. Was ist mein Plan? Ich gucke mich erstmal um. Wir hatten irgendwo noch einen Creeper gesehen. Ich weiß leider nicht, wo der hin ist. Oh, wir sind halt sowas von einem Arsch hier unten, ne? Das ist richtig bitter. Okay, wir haben da drüben Eisen. Ich glaube, ich hole mir aber erstmal die Kohle, die hier liegt. Der Zombie ist erstmal eine Weile von uns noch weg. Okay, da ist der Creeper. Okay. Also Scheiße wegwerfen. Okay, bis jetzt ist alles gut. Oh, ich hab so Puls. Das ist nicht witzig. Ich hab grad so Angst. Generell ist ja so ein Creeper kein Problem, ne? Okay, er hat mich gesehen. Aber ich glaube, er kommt nicht vorbei. Okay. Okay, hier ist kein Eisen mehr. Da war nur ein Eisen. Okay. Okay, ich habe ein paar von den Dingern gemacht. Okay, hier gehen wir durch. Da sind zwei Creeper. Ey, wir sind so am Arsch hier unten. Oh mein fucking Gott. Das kommt mir aber gerade recht, muss ich sagen, weil wir brauchen noch Flint. Haben wir. Okay, ganz kurzer Reality-Check. Was brauchen wir jetzt noch? Das Ding ist, wir können jetzt, wenn wir angehittet werden, können wir laufen noch. Wir wissen wohin. Okay, alles ist gut. Sehen wir noch irgendwo Eisen? Ich hab so einen Puls gerade. Ich hab so. Entschuldigung, wenn ich so ein bisschen am Mikrofon vorbeirede, aber. Okay, hier ist Eisen. Okay, der stirbt gerade, das ist gut. Das ist gut. Wo ist er? Er ist hinten. Er stirbt. Okay, tot. Er stirbt auch. Ich meine, nach wie vor ist es auch nur ein Zombie.
Okay, wie viel Eisen haben wir? Wie viel Eisen haben wir? Wir haben halt nicht viel, ne? Okay, ich werf die Wolle weg. Wir haben das eine Ding. Okay. Lass uns mal wieder nach oben. Wir haben hier jetzt auf jeden Fall das Ding gebaut und unten... Oh mein Gott. Da ist richtig viel Eisen. Wir haben 9 Eisen. 9 Eisen ist nicht viel jetzt. Aber werden wir aber ein bisschen greedy. Wir werden greedy. Ich meine, ich muss mir ja wieder in Erinnerung rufen, das ist hier ein Video. Wenn ich jetzt sterbe, ist das Video vorbei. Und das wollen wir nicht. Digga, ich kack mir so in die Hose. Okay. Okay. Wir gehen hier oben hoch, wir holen jetzt unser Essen. Das ist ja ein bisschen was. Und machen uns so viel Rüstung und keine Ahnung, was wie geht. Es ist so scheiße, dass wir kein Essen gefunden haben. Scheiß auf Gravel, scheiß auf das. Okay, wir haben, was haben wir noch für Essen? Wir haben noch 6 von den Steaks. Dann machen wir hier mal ganz kurz das Eisen rein. Wir haben noch 4 Eisen raw. Oh Gottes Willen, wir brauchen auf jeden Fall noch den Eimer. Den haben wir jetzt. Dann machen wir jetzt noch das Ding, das brauchen wir auch. Der Eimer ist jetzt also hier, das Ding ist hier. Cool. Gut, dann würde ich jetzt einfach vorschlagen, wir lassen das jetzt einmal durchbrennen, jeweils. 18 davon und wie viel davon? 16. Wir haben auf jeden Fall einiges. Wir haben einiges an Food. Das ist voll in Ordnung. Wir können Andesit wegwerfen, das können wir wegwerfen. Wir haben unglaublich viele Betten, die ich jetzt einfach mal hier oben einmal aufreihen werde. Ich würde einfach mal lieber, auch wenn ich das nicht brauche, müsst ihr mir nicht in die Kommentare schreiben, auch wenn ich das nicht brauche, ich nehme es sicherheitshalber mit, weil ich das Gefühl habe, ich könnte es gebrauchen. Was ich jetzt noch machen werde, ich nehme jetzt noch ein bisschen additional wood mit, weil ich das Gefühl habe, wir könnten es vielleicht gebrauchen. Und was wir auf jeden Fall auch noch brauchen, ist Gold. Mein Gamble wird jetzt sein, weil ansonsten greifen uns die ganzen Piglets da in dem, im Nether an. Und das wäre kritisch. Okay, was ich jetzt machen werde, ist... ja, fuck. Wie machen wir es? Ich brauche auf jeden Fall noch ein bisschen Cobblestone. Ich will jetzt einfach mal das Gebäude hier fällen. Ich mache es jetzt einfach, weil wir müssen gleich das Portal bauen und da bin ich jetzt nicht so begabt drin. Aber das kriegen wir hin. Fuck. Okay, wir haben 9. Okay, was müssen wir machen? Also, ich würde eine Eisenspitzhacke machen. Boah, und dann, wir haben nicht mal genug Eisen für Rüstung, ne? Oder ähnliches. Das ist sehr, sehr bitter. Das ist sehr, 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 sehr bitter. Das ist wirklich bitter. Was wir halt machen können, ist so eine Art Helm oder so. Wir können einen Helm machen. Okay, wisst ihr, was ich mache? Ich mache mir den Helm und setze mir den auf. Und dann gehen wir nochmal unten ganz kurz rein. Okay, wir nehmen aber schon mal das mit. Okay, Leute, ich gehe jetzt auf jeden Fall gleich. Ich muss jetzt hier erstmal gleich wieder schlafen, ne? Ich scheiße, wirklich, ich scheiße. Fuck. Oh, es läuft gerade nicht so gut, wie ich es eigentlich wollte, wie es läuft. Okay, wir gehen nach unten, holen uns noch das Resteisen. Weil ich muss sagen, ich fühle mich nicht sicher, wenn ich jetzt einfach so in Nether gehe, ohne Rüstung. Das ist das Problem. So wie ich mich kenne, sterbe ich halt instant. Und so wie ihr mich wahrscheinlich auch kennt. Digga. Hart aber herzig, ihr kennt das Spiel. Wie das damals lief. Okay. Ich hätte das alles ausleuchten können, ne? Dann wären die ganzen Mobs weg. Okay, Spinnen machen ja jetzt erstmal nichts, ne? Weil es ist ja jetzt Tag. Soweit ich mich erinnere, Spinnen machen ja jetzt erstmal nichts. So, da hinten ist ein Enderman. Okay. Scheiß auf den Enderman. Das ist jetzt erstmal nicht wichtig. Das war richtig worth. Das war sehr viel Eisen. Da hinten ist noch mehr Eisen. Ja.
haben hier einen Zombie vor uns. Okay, alles ist gut. Der hat ein Schwert, der hat mir gerade 4 Herzen abgezogen. Okay, ich hab ihn. Alles gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, alles ist safe. Noch mehr Eisen. Okay, ich nehme das Eisen noch mit. Wie viel haben wir jetzt? 12 Eisen. Könnte noch für eine Busplatte oder so reichen. Ich schaue jetzt noch einmal ganz kurz so weit, wie ich kann. Ich habe nämlich jetzt nicht mehr viele Fackeln. Und ich sehe erstmal nichts. Ich weiß, Leute, dieser Speedrun entwickelt sich gerade zu einem nicht so sehr Speedrun. Hier ist noch mehr Eisen. Fuck yes. Fuck yes! Leute, ich glaube, wir haben Eureka. Okay. Wir holen uns hier unten gleich eine Wasserquelle. Oh, ja, Mann. Okay, wir brauchen ein bisschen mehr Eisen noch. Cobblestone. Und dann machen wir uns jetzt die Rüstung. Dann fühle ich mich sicher, da reinzugehen. Dann fühle ich mich sicher, ins Nether zu gehen. Ihr merkt, ich tryharde. Ich mache hier keinen Spaß. Okay. Okay, also. Okay, wir gehen hier wieder durch. Nice. Wir haben 8 Kohle. Ich nehme nochmal die Kohle mit. Okay. Macht nichts. Habe ich. Kommt noch einer. Alles gut. Alter, jetzt kommen ja aber einige. Ich verpiss mich mal. Ich habe darauf jetzt gerade tatsächlich keinen Bock. Gehen wir nochmal kurz nach oben. Gehen wir nochmal kurz nach oben, Leute. Ich habe jetzt 8 Kohle. Ja, jetzt kommt die der mit der Schaufel hinterher, ne? Okay, haben wir. Ich hole mir jetzt noch ganz kurz die Kohle, Leute. Okay. Wir sind so gut wie ready. Ich brauche nur noch einmal mehr Wasser von oben. Das hole ich mir jetzt. Und ich brate noch mal mehr Essen. Und dann gehen wir los. Ich weiß, das hat sich jetzt ein bisschen gezogen, aber ich tryharde gerade, dass ich das Spiel zumindest mal ein bisschen weiterkomme als normal. Normalerweise hätte ich jetzt drauf geschissen und wäre reingegangen. Oh, fucking hell. Okay. Einmal hier hoch. Schön. Schön. Okay. Alter, bis jetzt auf jeden Fall cringe. Ich weiß gar nicht, bei wie viel. Wir sind, glaube ich, bei 25 Minuten. Was okay ist. Aber wir müssen jetzt halt ins Nether, ne? Okay. Wir haben nicht mehr so krank viel Essen. Das ändern wir jetzt aber. Zack. Okay, wir haben jetzt noch hier 16 von diesen Cooked-Dingern, 6 von diesen Dingern, 56 Melonen. Wir machen jetzt noch 8 von den Fischen. 20 Eisen. Puh, 20 Eisen. Okay. Okay. Damit wir jetzt ein bisschen Zeit sparen, habe ich jetzt noch einen Ofen daneben. Wenn ich jetzt einmal die Hälfte hier rausnehme und hier noch reinmache. Und in der Zwischenzeit jage ich, glaube ich, da hinten nochmal ein bisschen mehr Food. Oder baue hier von den Melonen was ab. Haben wir hier noch ein bisschen was? Ein bisschen mehr Melonen halt, ne? Mein Gott.
Jetzt habe ich die Scheiße unten nicht hingemacht, das ganze Wasser. Ich wollte so eine unendliche Wasserquelle dahin bauen, aber ich glaube, es ist jetzt auch egal. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Ich glaube, ich brauche nur einen. Und wenn nicht, dann werden wir uns noch irgendwie einen beschaffen. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt. Okay. Wir haben auf jeden Fall einiges an Essen. Zusammen sind das ein paar Balken Essen, die wir da wiederkommen. Okay, wir machen uns eine Brustplatte. Und eine Hose noch. Und den Rest nehmen wir erstmal mit. Und zack. Ah, fuck, eins fehlt noch. So, jetzt machen wir uns eine Hose. Und die Schuhe machen wir dann aus Gold. Wir sind jetzt erstmal ganz gut gesichert, würde ich behaupten. Hier ist jetzt noch der restliche Fisch. Wir könnten jetzt noch, genau, Raw Chicken viermal könnten wir noch machen. Dann haben wir zumindest noch ein bisschen mehr Essen. Ey, und dann gehen wir runter. Wir machen's, Leute. Wir machen's. Das Ding ist, gleich wird halt das Problem, wir müssen ein Dings im Nether finden. Ein, Fortress. Das wird gleich richtig bitter. Ganz kurz als Waffe eine Axt gemacht. Für den Nether. Okay, wir haben noch drei jetzt. Okay, wir können ein bisschen was wegwerfen. Oh, Mann, verpiss dich, bitte. Bitte geh. Lass mich. Okay. Uns geht's einigermaßen gut. Wir werfen ein bisschen was weg. Das können wir wegwerfen. Das können wir wegwerfen. Das können wir wegwerfen. Alles okay, alles okay. So, Steak haben wir. Okay. Wir nehmen das mal alles mit. Dann müssen wir es nicht craften. Wir haben noch richtig viel Holz, was gut ist. Ja, jetzt... Ah, fuck, ich hab die ganze Scheiße wieder aufgehoben. Ach, wisst ihr was? Wir nehmen die ganze Kacke jetzt mit. Okay. Das kann alles hier bleiben, oder? Das nehmen wir noch mit. Okay, wir gehen nach unten. Wir gehen nach unten. Jetzt oder nie. Jetzt oder nie. Wir können eine Eisenspitzhacke können wir theoretisch noch zusätzlich machen, wenn wir Bock haben. Wir haben noch drei Eisen übrig. Wir brauchen halt jetzt gleich, sobald wir im Nether ankommen, ein bisschen Gold, damit wir, okay, Kohle haben wir noch, damit wir von diesen Piglins nicht angegriffen werden. Und das, hoffe ich, wird easy. Wir müssen jetzt nur gucken, wo war jetzt nochmal, wo war jetzt nochmal, hier, ne? Okay, jetzt Aufgabe an euch, Freunde. Ihr dürft jetzt nicht lachen. Denn die Art und Weise, wie ich jetzt hier das Portal machen werde, ihr werdet mich auslachen. Aber das ist, wie ich es mache und wie ich mich am meisten sicher damit fühle. Wenn ihr versteht, was ich meine. Okay. Okay, also. Geh mal weg hier. Also, wir haben jetzt hier... Das passt. Jetzt darf ich hier nur nicht in die scheiß Lava fallen. Habe ich. Ey, ich bin halt nicht so schnell wie die anderen. Aber das ist in Ordnung, nicht wahr, Freunde? Okay, vielleicht mache ich mal hier so ein Ding. Aber es sieht doch bisher gar nicht schlecht aus. Wir machen diese Minecraft-Sache, die alle mal tun, Leute. Okay, zack, neuer Eimer. Boom. Noch ein Eimer. So. Okay, ich glaube, wir haben's. Ich glaube, wir haben es. Feuerzeug. Eimer. Puh. Bin sowas von bereit. Okay. Let's fucking go. Okay, okay. Jetzt aufpassen. Keine Piglins in Sicht, das ist gut.
Das ist sehr geil, dass wir hier direkt Gold finden. Und auch eine Menge Gold. Eine große Menge Gold. Hört auf, Geräusche zu machen, Nether. Geil! Wir können direkt Dings machen. God fucking bless. Geil! Geil! Wir sind drin. Okay, Koordinaten. Handy. Okay, ich hab ein Bild gemacht. Von meinen Koordinaten. Okay. Ich höre hier oben irgendwelche Rotzlöffel. Okay. Okay. Sehen wir von hier schon irgendwas? Vermutlich eher weniger. Okay, wir machen uns auf den Weg nach einer Fortress. Ich sehe gerade noch keins. Alles ist gut. Okay, alles ist gut. Wir schaffen uns kurz mal Überblick. Kommen da hinten rüber. Vielleicht könnte da was sein. Alternativ, wenn ich mich hier oben so umgucke, sehe ich halt gar nichts, muss ich gestehen. Nicht mal irgendein Anzeichen von irgendwas. Ich würde einfach mal hier oben in diese Richtung weiter. Sehen wir da irgendwas? Nee. Okay, ich gehe einfach mal rein. Ja, Fimmel, verpisst euch. Die sind halt gemeingefährlich. Die sind gemeingefährlich. Okay, wir gehen in diese Richtung weiter. Maybe. Das Ding ist, ich habe halt Angst, wenn ich halt in irgendeine Richtung weitergehe, dass ich halt verkacke. Weißt du, und dann halt in die falsche Richtung renne. Oh, hoppala. Das ist halt so die Angst, die ich habe. Scheiß auf die Rose. Okay. Ich versuche noch da oben zu kommen. Ich hab so Schiss. Also erstmal auch die Chance, eine verkackte Festung zu finden, ist ja auch so gering. Jetzt aber aufpassen. Sehen wir eine Festung, Freunde? Ich sehe keine Festung. Können wir hier vielleicht irgendwie Renderdistanz kurz mal hochstellen? Die FPS leiden. Ich glaube tatsächlich, das bringt auch... Oh mein Gott, seht ihr das Ding, was gerade an mir vorbeifliegt? Das wird mich doch nicht töten, oder? Knappe Sache. Weiter. Okay, ich sehe tatsächlich gar nichts hier. Fuck, Mann. Pissig. Okay, wir gehen hier hoch. Sorry, wenn ich, by the way, hier ab und zu ein bisschen abgeschnitten bin. Ich gebe mein Bestes. Vielleicht setze ich mich mal so ein bisschen hin. Ich gebe mein Bestes, nicht aus dem Bild zu fallen. Aber ich glaube, so ganz funktioniert das nicht. Das Ding ist, ich sehe nichts. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich sehe halt gar nichts. Wenn ich jetzt hier oben weitergehe, macht es ja gar keinen Sinn, oder? Okay. Ich gehe jetzt einfach hier weiter. Weil meistens sind die Dinger ja so offen. Irgendwie. So halb, zumindest. Okay, ich war gerade wieder kurz abgeschnitten, es tut mir leid.
Aber Leute, ey, wir sind schon übel weit. Wir sind übel weit, Leute. Wir sind richtig weit. Ich bin stolz. Und das nach gerade mal 36 Minuten. Kurzen, knackigen 36 Minuten. Das ist ja gar nichts. Okay, ich gehe mal nach hier oben. Nein, 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 nein. Du schießt mich nicht ab, verdammt. Okay, wir gehen hier lang. Alter, ich sehe gar nichts. Ich sehe absolut gar nichts, wenn ich hier lang gucke. Oh mein Gott, hier ist ja nichts. Okay, irgendwer in meinem Chat, als ich gestreamt hatte, meinte, am Ende von so einem Wald hier oder anschließend zu so einem Wald gibt es dann immer eine Festung. Ich habe das blöde Gefühl, dass das eine Lüge ist. Also ich vermute es stark, dass das nicht stimmt. Diese Viecher sind so böse. Ich will das nicht. Ich versuche die irgendwie zu umgehen, bevor ich jetzt irgendwie gegen die kämpfen muss. Okay. Aber gar kein Stress. Gar kein Stress. Okay. Sehen wir hier irgendwo eine Festung? Sehen wir irgendwo eine Festung? Nein, natürlich nicht. Oh, so ein Scheiß. Natürlich keine Festung. Unter mir? Okay, ich versuche irgendwie da unten mal hinzukommen. Ich grab mich einfach mal nach unten. Ja, perfekt. Das sollten wir vielleicht nicht tun. Kann ich hier vielleicht runter? Oh mein Gott. Ich versuch's mal hier. Wie kann ich zumindest runter gehen? Es sieht ja gar nicht so übel aus hier unten. Das sieht vielversprechend aus. Das sieht zumindest so aus, als... Alles gut? Hier unten Festung? Irgendwo? Nein, natürlich nicht. Okay, pass auf, Leute. Wir gehen hier einfach... Wir folgen einfach der Intuition. Wir folgen der Intuition. Ja, alles gut. Ey, ich bin Freund. Ich bin kein Feind. Das Ding ist... Meine Render Distance, ne? Meine Render Distance im Nether ist so gering anscheinend, dass ich es nicht hinbekomme, auch nur irgendwie 100 Meter weit zu gucken. Das ist nicht geil. Okay, ich bin jetzt Floor Level. Und selbst hier nichts. Ich habe mich ein bisschen darauf verlassen, dass ich irgendwie jetzt hier was finden könnte. Aber wir gehen einfach mal in die Richtung weiter. Vielleicht sehen wir jetzt ja in der Distanz irgendwie etwas. Legit gar nichts. Legit gar nichts. Das ist so bitter. Vor allem, weil wir... ich gehe mal hier rüber. Ich versuch's mal. Oh, es ist so ein Nervenkitzel, Mann. Scheiß Nether. Okay. Ist immerhin ein schönes Zeichen dafür, dass wir schon mal hier waren, glaube ich. Wir erinnern uns einfach daran. Wir kommen hier auf jeden Fall dran vorbei. Das ist schön. Ich sehe halt hier hinten gar nichts. Ne? Hier ist nichts. Nada niente. Das ist so bitter. Man hätte natürlich auch Glück haben können. Ne? Aber wir haben einfach kein Glück. Okay, wir sind oben. Wie sieht's hier aus? Komm schon, Festung, Festung, Festung. Aber ich bin... Bro, ich sehe hier nichts. Gar nichts.
Das ist ja insane. Ich sehe nicht mal irgendwie meine Hand vor den Augen gefühlt. Ich sehe 3 Meter weit. In dieses riesige Void dort drüben. Ich erkenne nichts. Okay, wir bauen eine Brücke. Eine gute alte Brücke. Guck. Easy. Gar kein Stress. Gar kein Stress. Okay, wir sind drüben. Aber immer noch legit kein Zeichen. Kein Zeichen von irgendeiner Festung. Aber wir sind drüben. Da hinten hinzukommen. Also, as I said, Entschuldigung, wenn ich die ganze Zeit so hier aus dem Bild jetzt bin, aber was soll ich machen? Dinge passieren. Ich guck mal hier durch. Hier ist nichts, Bro. Ich sehe nichts. Kann ich nicht einmal Glück haben in meinem Leben? Okay, ich such und such und such nichts. Nada. Niente. Auch nichts. Ich werde hier langsam sauer. Das kann doch nicht sein. Ich renne jetzt über die ganze Map schon und gucke in großen Bereich um großen Bereich um großen Bereich. Ich sehe gar nichts. Nicht. Okay. Ganz ruhig bleiben. Ist nur ein Spiel. So kommen wir nie ans Ziel. Ne? Gar kein Stress. Ey, ein bisschen Damage bekommen. Jetzt sind wir wieder in so einem ominösen Wald, wo gesagt wird, ja, am Ende des Waldes ist da eine Festung. Am Rand des Waldes. Alter, ich sehe gar nichts. Lass mich mal noch einmal ganz nah ran gehen. Nee, hier ist nichts. Ja, scheiß aufs Leder. Okay, hier drüben sind wieder 80 von diesen kleinen komischen Viechern. Warum ich jetzt gerade das Gold mitnehme, ist, weil wir müssen ja früher oder später auch für Enderperlen sammeln. Und die Enderperlen uns gönnen und weiterverarbeiten zu Enderaugen. Oh, ich glaube, ich krieg langsam einen richtig großen Anfall. Ich würde jetzt einfach mal auf diese Richtung scheißen. Ich gehe mal in diese und schau, was passiert. Ich habe mir jetzt extra hier an diesem wunderbaren Dienstagmittag, habe ich mir die Zeit jetzt genommen an meinem freien Tag, um einen Minecraft Speedrun aufzunehmen. Nicht mal on-stream. Einfach aus Spaß. Und das Spiel will mich trollen. Jetzt sind wir hier in so einem Enderman-Wald, was natürlich auch interessant ist. Bro, hier ist nichts. Nichts. Gar nichts. Okay, wir bleiben ruhig. Wir bleiben ruhig. Also die Zeit tickt ja auch weiter. Wir waren so gut dabei für meine Verhältnisse. Alter, das kann nicht sein. Okay, nicht die Fassung verlieren. Nicht die Fassung verlieren. Es gibt wahrscheinlich auch so viele Sachen und so viele Sachen, die man besser machen kann. Die auch irgendwie mehr Sinn machen als Speedrunner. Müsst ihr mich mal auf jeden Fall darauf hinweisen. Ich möchte mal richtig die Kommentare zugespammt sehen mit Minecraft Speedrun Facts. Vielleicht hat ja der ein oder andere von euch schon Minecraft Speedruns gemacht. Oh! Oh! War das knapp! Oh mein Gott, war das knapp! Oh mein Gott, war das knapp. Alter, auch die Geräusche, die ihr gerade vonstatten gehen, finden, haben wollen. Bitte guck zum Enderman einfach nicht ins Auge, mein Dreh. Okay, wir gehen hier einfach mal. Okay, Leute, wir machen mal ganz kurz hier den.
So, wenn ich mich jetzt nach vorne lehne, ist das gar kein Problem, nämlich. Seht ihr hier eine Festung? Komm bitte irgendwo hier. Hä? Hot Tourist? Junge, was war das denn jetzt? Wieso krieg ich sowas? Junge, ich wollte doch einfach nur... Oh. Ich will auf so eine Festung und nicht irgendwie auf ein dummes Biom und dafür eine Herausforderung kriegen. Oh, bitte. Bitte. Ich finde doch auch nie wieder mein Enderportal wieder. Das ist doch jetzt schon zum... Oh mein Gott, hier sind überall Enderman. Enderman Heaven. Oh. Alter, hier ist einfach gar nichts. Das ist doch nicht wahr. Ich sag mal, guck mal. Ich bin jetzt schon so lange unterwegs. In den größten offenen Bereichen. Ich habe so kein Glück. Das ist so gemein. Weil eigentlich war das ein echt guter Run und ich bin sehr gut vorbereitet. Also meiner Meinung nach bin ich hier sehr gut vorbereitet. Fuck! Ich knack mir hier nochmal so ein paar von denen. Okay, okay, alles gut, ist nur Lava. Oh mein Gott, was heißt, ist nur Lava? Ist überall Lava. Wir gehen jetzt einfach weiter dahin in die Richtung. Wenn es klappt, dann nicht. Wenn es doch klappt, dann klappt's. Ich habe Zeit, as I said. Ist mir scheißegal. So, wir sind drüben. Hier ist der Soul Sand. Bro, hier ist einfach nichts. Jetzt bin ich auch noch auf diesem... beschissenen Soul Sand und muss jetzt hier irgendwie klarkommen. Aber wir kriegen das hin. Okay. Wir sind wieder im normalen Gebiet angekommen. Ich finde, da fühle ich mich immer am wohlsten. Zumindest in diesem Standardgebiet, weil man hier... Ah, jetzt ist nicht meine Spitzhacke Schrott. Ah, okay. Ich habe jetzt zumindest noch ein bisschen Eisen. Und kann jetzt hier das noch wieder reparieren. Und das noch mitnehmen. Bisschen Baumaterial farmen. Ey, ich hoffe wirklich für uns, dass wir heute noch Dings finden. Das ist die Scheißfestung. Das wäre so schade, wenn wir jetzt irgendwie so viel Zeit investieren und dann nicht mal die Festung sehen. Okay. Oh, irgendwie sah es da vorne gerade gut aus. Kann das sein, dass ich komplett lost bin? Wahrscheinlich eher das. Lass uns das Ganze einfach mal revidieren. Ja, ich bin komplett lost. Ich glaube, ich werde langsam wahnsinnig. Das kann doch nicht sein. Ich gebe mir hier so viel Mühe. Ich sprinte hier durch. Jetzt ist hier wieder dieser Wald. Jetzt ist hier wieder dieser Wald, wo gesagt wird, oh, ja, ja, am Ende dieses Waldes findest du eine Festung. Oh, hier ist gar nichts. Okay, kein Stress. Hier ist Gravel, da springen wir jetzt mal eben schnell rüber. Come on. Okay.
Okay. Wenn wir einfach schnell genug sind, dann lassen wir so. Einfach hier durch. Einfach hoch. Okay, zack, 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 zack. Depp, depp, depp. Moin. Bitte, bitte. Bitte zeig mir doch endlich die Festung. Es kann doch nicht sein. Bro, ich habe das gesamte, den gesamten Nether abgesucht. Bitte, einen Lichtblick. Ich habe ja nicht mal irgendeine andere Struktur gefunden. Das ist ja noch das Schlimme da dran. Komme ich da jetzt einfach rüber? Scheiße, wie mache ich das jetzt? Okay, ich sammle schnell ein paar Materialien. Es geht nicht anders, ich muss da rüber. Oder zumindest erstmal hier hoch. Okay, wir versuchen es erstmal hier hoch und dann versuchen wir rüber zu kommen. Okay. Hier unten sieht's, muss ich ehrlich gestehen, vielversprechend aus. Hier ist es irgendwie windig. Alter, es kann doch nicht sein. Oh Mann, aua. Okay, einmal hier hinter mir schön hinter der Lava lang. Ich bin langsam frustriert, Freunde. Ich bin langsam echt nicht mehr ich selbst. Ich sag euch, wie es ist. Digga, ich will hier einfach nur mal einen süßen Minecraft-Speedrun machen für YouTube. Und ich krieg nur aufs Maul. Ich krieg nur aufs Maul. Es kann doch nicht sein. Ich werde mich jetzt hier rüber begeben. Ist mir scheißegal. Ich baue jetzt die Brücke. Zack, zack, zack. Wir haben nur noch 6. Okay, ich muss in die Richtung. Hätte ich auch mal eben gucken können. Aber alles gut. Wir können hier noch ordentlich was farmen. Und dann muss einfach bald ein Fortress kommen. Ich bin mir sicher, ich bin auch schon irgendwo vorbeigelaufen. Die alle schreibt jetzt in die Kommentare so. Ja, bei Minute 3, da war einer. Da war ein Fortress. Ich kenne euch doch, ihr miesen Ratten. Digga. Okay. Wir machen uns jetzt keinen Stress. Nur guckt. Easy. Sympathische Brücke gebaut hier. Au, 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 au. Au, 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 au. Der ist immer noch hinter mir, oder? Ah! Bitte geh, bitte geh, bitte geh, 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 bitte geh, bitte geh, bitte geh, geh. Er ist immer noch hier. Bitte geh, du kleine Schweinebaby. Alter, wir sind jetzt schon fast bei einer Stunde, glaube ich. Okay, wir sind hier oben. Spisch. Bro, ich geb's langsam auf. Also ohne Scheiß, ich weiß nicht, was ich tun soll. Es ist ja, aua, ist ja einfach nur noch bitter. Und ich versuche mir jetzt auch echt Mühe zu geben, meine Augen aufzuhalten. Ne? Nein, bitte, lass mich. Ich versuche wirklich... Oh!